Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maja. Anknüpfend an mein letztes Video von der Burg Schwunzenschmerk, wie auch immer. Nee, ja doch. Und anknüpfend an meine vorherigen Videos, Faden verloren, wie ich in den Höhlen war, in der Höhle und in dieser anderen Schlucht, dachte ich euch, dass ich euch doch mal zeige, wie man Wände hochklettert. Also jetzt nicht so weit. Nicht, dass ich jetzt, ne, ich will ja nicht abstürzen oder so. Mir auch kein Bein brechen. Aber halt so ein bisschen, halt so minimal. Dass wir so ein paar Meter, nicht Meter, dass wir so ein paar Zentimeter einfach mal über dem Boden sind. Das wollte ich euch mal zeigen. Dafür muss ich aber mein Handy in den Mund nehmen. Und dann kann ich nicht mehr reden. Das ist ungünstig. Aber wir können einfach mal. Ich kann einfach mal hier hochklettern. Also so ein Stückchen. Das bietet sich an. Da ist auch cool, aber da kommst du ja nicht besonders hoch. Ich nehme jetzt mein Handy mal in den Mund und dann gucken wir mal, wie hoch wir hier kommen. Warte mal. Wie mache ich das denn am besten so? Moment. So. Dann klettern wir hier hoch. Wir müssen uns immer stabilisieren. Guck mal, da sind Eisenstängel daran. So. So, bevor das Handy runterrutscht. Höher werde ich mal nicht gehen. Damit ihr nicht denkt, ich höre. Man versteht mich gar nicht. So, sind wir hier oben. So sind wir hochgeklettert, da ist der Boden. Jetzt sind wir hier. Man könnte hier richtig viel rumklettern. Ich verstehe schon so, warum Leute dieses freie Bouldern mögen. Das ist ja das Klettern an steilen Felswänden. Und das hier ist natürlich ideal, um dran hochzuklettern. Aber ich würde es halt trotzdem keinem raten. Insbesondere auch deswegen, weil das Ganze hier ja recht morsch ist. Also was heißt morsch ist? Können Steine morsch werden? Ich glaube nicht. Aber das Ganze ist nicht so robust, genau. Und ich wiege zum Glück nicht viel, aber ich würde es euch halt nicht raten, sowas zu machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel 80 Kilo wiegen würdet statt 50. Aber ja, man könnte jetzt hier immer weiter hochklettern, aber wie gesagt, das mache ich nicht. Denn wenn ich hier runterstürze, breche ich mir nichts und verstauche mir wahrscheinlich auch nichts. Aber wenn ich von weiter oben runterstürze, dann war es das halt mit mir. So. Deswegen geht's. Hangeln wir uns wieder runter. Ich würde ja gerne mein Handy irgendwo hinstellen, dass ihr mich mal aus einer anderen Perspektive sehen könnt. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wie. Kann ich nicht. Ich muss mein Handy wieder in den Mund nehmen. Warte. Jetzt hangeln wir uns wieder runter. So. Und jetzt gehen wir einfach wieder. Was ist denn gut zum Festhalten? Das ist gut zum Festhalten. Und hier. So, ihr seht gar nicht so viel wie ich, ne? So. Die Stangen sind natürlich ideal zum Festhalten. Oder auch nicht, wer weiß, warum die da drin sind. So. Und jetzt. So. Schon sind wir wieder unten. So, hier wollte ich mal rein, aber hier sind überall Brennnesseln. Aber da kannst du dich hier in die Kuhle reinsetzen. Das war nicht schlecht. Warte mal. So. So. Jetzt sitzen wir in der Kuhle drin. Das sind übrigens Spinnenweben. Tja, wenn ich später gefragt, nicht, dass die mich noch einweisen ins Krankenhaus. Was haben sie denn gemacht? Wieso haben sie denn die Spinnenweben überall? Oder die Schrammen an den Händen? Naja. So, jetzt könnte ich auch einfach wieder runterspringen, aber. Ich bin ein Freund davon, alles sehr, sehr sicher zu machen, so dass ich nicht abstürzen kann. Übrigens, hier waren wir eben. Wir sind, glaube ich,
Hier standen meine Füße, glaube ich. Und da ist der Boden. Also es geht eigentlich. Das ist jetzt nicht so hoch. Und da ist die schöne Aussicht da hinten. Wie nenne ich dieses Video denn? Pff, Maya, war das andere auch Maya in Gefahr? Dann ist es jetzt halt auch Maya in Gefahr. Maya klettert Burgwände hoch. Oder so. So, jetzt klettern wir mal wieder runter. Ich hoffe, man sieht es überhaupt, wenn ich mein Handy im Mund habe. Nicht, dass ihr das gar nicht seht, wie ich hier rumklettere. So. Moment. So. Also. Ich versuche noch herauszufinden, wo ich am besten mit den Beinen stehen kann. Tja, da habe ich mich in eine Lage gebracht, bei der man nicht mehr so einfach runterklettern kann. Oh doch. Ein Fuß hier hin. Ich sabbere gerade mein Handy voll. So. Oh, sehr gut. Das war ja schwierig. So. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man hier lang klettert. Hier fand ich es nämlich bisher am besten. Da hast du diese ganzen Stützen, um da lang zu klettern. Dann hast du den Aussichtspunkt. Hier kletter ich mal nicht lang. Oh, du könntest auch hier hochklettern. Oh, wir könnten uns da die Aussicht angucken. Warte mal. Mal gucken, wenn die hier hochgehen. Und dann hier drauf. So. So, aber hier die Aussicht. Hier ist es nicht schön. Da ist der Boden. Und hier bin ich aufgekniet auf dieses Konstrukt. Ich finde ja, der Weg runter ist immer schwieriger als der Weg hoch. Naja, und da ist die Höhle, nicht die Höhle, die Burgruine. So, Moment. Da bin ich. Abgestützt auf diesem Felsspalt. Sehr gut. Komme ich hier wieder runter? Wenn jetzt hier alles runterbrechen würde, könnte ich mir vielleicht schon ein Bein brechen. Also man sollte sein Glück auch nicht überstrapazieren. So. Ich drehe jetzt die Kamera und kletter wieder runter. Moment. Oh, ja, ich kann mir einmal noch die Aussicht angucken, wenn ich schon hier bin. Da ist es nicht schön. Die Windräder drehen sich. Kein Mensch ist hier, zum Glück, sonst würde ich hier auch nicht rumklettern, wenn die sehen würden, dass ich hier oben bin. So, da fallen schon die Felsbrocken runter. Ist das nicht schön? Super. Ich würde ja ein Foto machen, wie ich hier sitze. Aber man sieht es halt nie. Im Internet sieht es immer weniger gefährlich aus als in der Realität. Ist nicht möglich, ein Foto zu machen. Naja. Also dann packe ich mein Handy mal wieder in den Mund und versuche hier runter zu klettern. Moment. Okay. Wo ein Weg hoch ist, ist auch wieder ein Weg nach unten, nicht wahr? Naja. So. 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 Und schon sind wir wieder unten. Das Anstrengendste an dem Ganzen ist immer, mein Handy im Mund zu halten. Ich halte es ja an so einem Gummi fest, das ich aus Versehen damit schon ausgeleiert habe. Sehr gut, Maya. Ja, müssen wir jetzt noch. Gut, hier bin ich am liebsten lang geklettert auf der Seite. Da habe ich eine bessere Idee, wie ich euch das zeige. Ich stelle das Handy hier drauf auf dieses Schild, auf dem bestimmt nicht betreten verboten steht. So.
Und jetzt filme ich noch mich, wie ich da lang klettere und euch zuwinke. Auch hier runter. Siehst du, so hoch ist es gar nicht im Vergleich. Aber ich nehme doch den sicheren Weg zurück. Man hat bestimmt original gar nichts gesehen. So, also jetzt habt ihr gesehen, wie ich in der Burgruine rumgeklettert bin. Sehr gut. Und im nächsten Video sehen wir uns dann wieder zu Hause oder so. Ich guck mal, was ich jetzt noch mache. Die Burgruine habe ich ja wohl mehr als erforscht. Aber da hinten war auch so eine Stelle, wo ich dachte, ob das nicht noch dazu gehört. Wo war das denn? Da oben. Nee, das sieht eher aus wie so eine... Ja, nicht. Ist da ein Zelt? Vielleicht gehe ich da lieber nicht hin. Ah ne, das sind nur Holzscheite. Tja. Hier, das meinte ich. Das sind nur gestapelte Holzscheite. Also, ich schürfe mir hier schon wieder meine Beine auf. Also, das war's mit Burgruine. Burgschwengel, nee. Schweinberg. Ich gucke jetzt, wo ich als nächstes hingehe, ob ins Auto, ob zum Burger King, ob aufs Klo oder ob ich hier noch ein bisschen rumwandere. Das werdet ihr dann ja sehen im nächsten Video oder auch nicht. Wenn ihr nichts mehr seht, dann bin ich wohl nicht mehr rumgewandert. Wenn ihr noch was seht, dann bin ich wohl rumgewandert. Ja, so. Ich würde gerne, ich muss mal bouldern gehen. Das mag ich ja sehr gerne und das ist halt wirklich kritisch, weil du ja nie weißt, ob da irgendwas abbröckelt oder ob es zusammenbricht. Tja, ich habe niemanden, der mit mir bouldern, wie auch immer, gehen würde. Sonst hätte ich das schon längst mal gemacht. Ich bin ja nicht so schlecht in sowas eigentlich. In der Voraussetzung, dass ich nicht sterbe, wenn ich abstürze. Weil so ist es mir zu kritisch. Manche Irren wären ja da hochgeklettert. Aber ich war nur hier unten so, dass wenn ich abstürze, ich nicht richtig abstürze. Dafür ist mir mein Leben zu schade und meine Beine, als dass ich mich dem Risiko aussetzen würde, mir meine Beine zu brechen. Es geht hier nur um die Veranschaulichung von was auch immer. So, also dann bis zum nächsten Mal. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.